Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich eben eigentlich gefreut zu Beginn der Rede von Herrn Kamieth. Wo ist er denn jetzt? Hört er nicht zu? Egal, das kann er mein Lob nicht hören, dass er doch gewertschätzt hat, die Anstrengungen der rot-grünen Landesregierung in Bezug auf die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Vielen Dank, Herr Kamieth, das haben Sie richtig dargestellt. Was Sie nicht richtig dargestellt haben, das muss ich noch mal korrigieren. Es war nämlich die rot-grüne Koalition, die im ersten Kiebitz-Änderungsgesetz nachzulesen von 2011 den Passus in Bezug auf die Kinderrechte und auf die bessere Partizipation von Kindern in der Kindertagesstätte aufgenommen hat. Das war eine rot-grüne Veränderung. Und wir wissen, die CDU hat gegen dieses erste Kiebitz-Änderungsgesetz gestimmt. Sie haben das nicht mitgetragen. Also so viel an Korrektur muss sein. Ich kann ansonsten nur sagen und darauf verweisen, liebe Kolleginnen, Sie wissen es, wir haben im Fachausschuss vor 14 Tagen den Antrag in Bezug auf die Beteiligungsrechte und die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, den rot-grünen Antrag, abschließend beraten und abgestimmt. Es ist ein sehr umfassender Antrag von 15 Seiten, wo wir sozusagen alle Dimensionen, die Kinder, die bei der Umsetzung der Kinderrechte wichtig sind, noch mal aufgeschrieben haben. Und wir haben in 10 Beschlusspunkten unter anderem auch das mit aufgenommen, was jetzt hier die Piraten sich noch mal rauspicken. Ich muss sagen, ich habe dafür überhaupt kein Verständnis, dass Sie das jetzt noch mal wiederholen, aber nur in reduzierten 2 Punkten. Ich finde das nicht in Ordnung und ich kann nur sagen, wir werden diesen Antrag ablehnen. Vielen Dank, Frau